In diesem Video gebe ich Ihnen Antwort auf die Frage, was ist leberbedingter Aszitis oder umgangssprachlich auch Bauchwasser genannt. Hallo, mein Name ist Alberto Scheule, ich bin Herz- und Gefäßchirurg. In diesem Video gebe ich Ihnen Antwort auf die Frage, was ist leberbedingter Aszitis? Aszitis ist die vermehrte Ansammlung von Körperflüssigkeit im Bauchraum. Beim Gesunden ist nur wenig Flüssigkeit im Bauchraum, um die Bewegung der Organe, wie zum Beispiel Dick- oder Dünndarm, geschmeidig zu halten. Diese Flüssigkeit wird vom Körper regelmäßig ausgetauscht. Ist dieses Gleichgewicht gestört, kommt es zu vermehrter krankhafter Flüssigkeitsansammlung im Bauchraum. Man nennt dies Aszitis. Eine unter mehreren Ursachen ist die Leberzirrhose. Die Leber baut wichtige Bestandteile für den Körper zusammen, wandelt Giftstoffe um und sorgt dafür, dass sie ausgeschieden werden. Wichtige Produkte sind zum Beispiel Gerinnungsfaktoren, damit wir nicht verbluten, und das Bluteiweiß, das Wasser bindet, damit wir ausreichend Blutvolumen haben. Giftstoffe, Virusinfektionen oder Störungen des Immunsystems führen zum Untergang von Leberzellen. Ein häufiger Giftstoff ist der Alkohol. Bei ständigem, übermäßigem Alkoholkonsum werden die abgestorbenen Leberzellen nicht durch neue Leberzellen, sondern durch Bindegewebe ersetzt. Die Leber vernarbt. Wenn die Leber diese Narben hat, können diese Narben nicht mehr geheilt werden. Die Leberfunktion ist vermindert, das heißt, die Produktion von wichtigen Bestandteilen ist eingeschränkt und auch die Entgiftungskapazität ist vermindert. Nährstoffe werden vom Darm aufgenommen und ans Blut abgegeben. Das Blut der Darmschlingen gelangt in die Pfortader, die dann in die Leber mündet. Dies ist sinnvoll, da die Leber aus den einfachen aufgenommenen Bestandteilen komplizierte, lebensnotwendige Stoffe produziert. Bei der gesunden Leber kann man sich das vereinfacht vorstellen, wie wenn ein Schlauch in einen Schwamm mündet. Der Schwamm nimmt das Wasser auf und der Druck im Schlauch bleibt niedrig. Bei der Leberzirrhose, also der vernarbten Leber, trifft der Schlauch statt auf einen Schwamm auf einen Stein. Dies führt zu einem Widerstand mit Rückstau im Schlauch. Auf den Menschen übertragen, staut sich das Blut in der Pfortader und es kommt zum Druckanstieg. Die Pfortader ist aber vom Körper auf Niedrigdruck ausgelegt. Kommt es zum Druckanstieg, werden Wasser und andere kleine Bestandteile durch die Gefäßwand gedrückt. Das Wasser sammelt sich im Bauchraum und wir sprechen von Aszitis. Die beste Therapie, den Erguss loszuwerden, ist eine gesunde Leber. Ist die Leber aber einmal vernarbt, lässt sich dies nicht rückgängig machen. Eine Möglichkeit für eine gesunde Leber ist die Transplantation. Leider stehen aber viel zu wenige Spenderorgane zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit ist das Schaffen einer Verbindung zwischen Niedrigdruckgefäß und Hochdruckgefäß in der Leber mit Hilfe der Kathetertechnik. Hat man diese Verbindung, sinkt der Druck in der Pfortader. Leider ist diese Methode nicht bei allen Patienten möglich. Mit salzarmer Ernährung und wassertreibenden Medikamenten lässt sich die Menge des Aszitis verringern. Hat der Patient aber zu viel Bauchwasser, muss es entnommen werden. Die Flüssigkeit drückt auf die Bauchorgane und das Zwerchfell. Viele Patienten klagen über Atemnot und Verdauungsschwierigkeiten. Detailliertere Informationen über die Drainagetechniken finden Sie in einem Extra-Video. Wenn Sie sich für weitere Gesundheitsthemen interessieren, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und in der Playlist stöbern. Ich hoffe, das Video hat Ihnen geholfen und ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Alberto Scheule.